Herzlich willkommen, Franz. Du bist ja eine ziemliche Legende im Boardsport. Man sieht auch schon, du bist gehobenen Alters. Das heißt, du bist ja wirklich, wie ich angefangen habe, warst du eine Legende, wo wir aufgeschaut haben. Und das war schon fast vor 20 Jahren am See. Und seitdem bist du dabei, oder? Und du bist dann so in die Industrie Ja, reingerutscht. hallo. Ja, danke für die Blumen. Ich bin schon länger dabei. Länger ist es auf jeden Fall. Vorher halt auch mit Winzer und dergleichen. Aber ich kann mich noch erinnern, Oli, dich habe ich gesehen sehr oft mit einem riesengroßen Bestkite. Das ist mir aufgefallen. Es war scheiß Wetter und waren, glaube ich, 8 Windstärken oder was mit einem Zehner und ewig lang in der Luft. Das ist nicht super hoch, aber ewig lang. Wenn man dachte, jetzt kommt es gleich ans Ufer. Und das ist natürlich, man kennt sich schon eigentlich sehr lange, ewig. Und ich kenne natürlich viele Leute schon ein bisschen ewiger, weil das ist natürlich etwas bedingt. Aber schön, ja, schön, euch da hier zu sehen am Zoom und schön, da eine kurze Zeit mit euch zu verbringen. Welche Position hast du jetzt eigentlich, Franz? Du bist jetzt ein Boardshaper geworden. Das ist ja die spannende Sache. Du bist Boardshaper für Elevate, die Kite-Brand, und bist auch noch, hast deine Finger im Spiel bei ganz vielen anderen, auch sehr bekannten Marken, aber das weiß keiner. Ja, das ist so eine Sache natürlich. Elevate vermarktet es genauso wie Best vorher. Aber es gibt natürlich etliche Brands, die, also das, wo ich das im Hintergrund mache. Boardshaper klingt ein bisschen jetzt, ist eine eigene Bezeichnung, was ich mache. Ich designe und entwerfe Boards, Computer am CAD. Und den meisten Brands ist es so, dass das geht quasi vom ersten Strich am CAD über die Entwicklung, übers Testen in diversen Plätzen, also auch am Neusser See unter anderem, ist mein Homespot, aber wo halt sonst ein Wind geht, bis quasi zur industriellen Fertigung, also bis zur Abnahme durch die Brand, bis das Produkt halt fertig ist und dann in einer Produktion irgendwo auf diesem Planeten, da gibt es ja mehrere, produziert wird. Und das mache ich jetzt eigentlich schon längere Zeit, also sagen wir seit 20 Jahren. Und da hat es natürlich schon etliche Firmen und Brands gegeben, wo ich also dafür die Boards verantwortlich war. Einige gibt es nicht mehr, einige gibt es noch. Und es ist immer sehr spannend, wenn man so etwas macht, weil man ist also dazwischen, man ist mehr oder weniger dazwischen. Man kennt sehr viele Leute, man ist gut vernetzt. Und das Interessante und Spannende ist, dass ich also momentan auch für mehrere Brands die Boards machen darf. Ich darf, muss man immer so sagen, ich bin, darf die Boards, ich bin beteiligt bei der Entwicklung und kann einen Beitrag leisten, damit es irgendwie funktioniert und dann den Kunden, also die Leute, die dann am Wasser sind, hoffentlich Spaß macht. Das ist ja das Wichtigste. Im Endeffekt, man versucht halt sein Bestes zu geben. Ich bin ja fast immer online und deswegen ist es so, dass es die Brands auch schätzen, weil es ist nicht ganz selbstverständlich, dass du mehr oder weniger für mehrere Brands das tun darfst, die eigentlich am Weltmarkt konkurrenzieren. Das ist ja immer so eine Sache. Nur, was ich versuche, man hat ein gewisses Brandprofil, man weiß ungefähr, die sind in dieser Nische des Marktes und dort ist es besetzt. Das heißt, man versucht natürlich, wenn man sagt, ich bin jetzt mit einer zweiten oder dritten, für eine zweite oder dritte Brand mache ich auch etwas, versucht man das natürlich komplett anders anzugehen. Das heißt, man hat eine eher konservative Brand oder man hat eine sportliche Brand oder man hat eine Brand, die macht bunte Designs, die andere macht schwarz-weiße Designs, das gibt's alles. Und da versucht man natürlich hier auch das Image dementsprechend zu treffen, indem man die Boards vom Shape her, von den Eigenschaften irgendwie entwickelt, dass es in dieses Portfolio der jeweiligen Brand passt. Was macht der Brand? Die sagt man zu Beginn der Entwicklung, du, es ist jetzt ein Jahr Zeit, nächstes Jahr im Juni haben wir Launch, es ist jetzt Juli und wir hätten gerne nächstes Jahr ein Board für diese Zielgruppe, Freeride oder Big Air oder Freestyle. Und es wird natürlich immer das Beste sein, ist egal. Und dann setzt man sich einmal hin. Die Entwicklung ist also so, dass man sich dann mal ein paar Wochen hinsetzt und überlegt, wie könnte das ausschauen? Was könnte ich machen, dass ich den Zielpunkt oder die Orientierung richtig erwische, dass es auch zum Image der Brand passt? Und dann legt man mal irgendwann einmal los am Computer und fängt zum Zeichnen an. Das ist also Computerzeichnen, muss man sich immer so vorstellen. Man zeichnet zuerst 2D, da kommt dann das Channel-Struktur, das Channel-Layout, eventuelle Konkaven. Dann geht es oben weiter mit Rails, Steps, auch oben 3D. Dann hat man das mehr oder weniger im Kopf und dann wird es natürlich noch in jede Richtung verändert. Scoop und Rocker kommen nachträglich dann dazu und dann hat man halt irgendwann einmal ein fertiges Board auf seinem Wie Rechner. viele Prototypen machst du da, Franz?
Naja, das ist am Rechner ist es so, da machst du, würde mal sagen, bis ein Board fertig ist, hast du circa 70, 80 bis 100 Files am Rechner. Das sind verschiedene Prototypen, aber die sind nämlich nur als Detail auf dem Rechner. Wer von diesen 70 oder 80 oder 100 Prototypen schaut, wenn man sich das Ganze an und sagt, okay, der geht einmal gar nicht, weil das schaut nicht gut aus oder das passt irgendwie nicht. Man hat mittlerweile auch ein gutes Gespür für Formen und sagt, das könnte nicht passen. Und bleiben von diesen 70, bleiben vielleicht 20 über. Und diese 20 Prototypen oder diese 20 virtuellen Prototypen durchlaufen dann einmal Finite-Element-Tests. Das heißt, du sagst, Finite-Element heißt nichts anderes, als dieses ganze Board in irrsinnig kleine Teile zerlegt wird und dann am Computer natürlich diese Belastungen oder zum Beispiel man sagt, okay, ich wirf jetzt 30 Kilogramm oben drauf oder unten drauf, je nachdem, wie weit biegt sich das Board durch. Das heißt, ich habe einen Sandwich, ich weiß, ich habe einen Holzkern, Balone-Holzkern, ich habe ein Deckslaminat, ich habe ein Bottenlaminat, das Deckslaminat hat, was weiß ich, Carbon oder Fiberglas, je nachdem, was jetzt hier gewünscht wird, oder Basalt. Und hat diese Festigkeit, also dieses E-Modul, diesen Zugwert und das Ganze, mit dem wird der Computer gefüttert und der rechnet dann mehr oder weniger für ein, sein Modell die ganze Nacht. Ich habe keinen schnelleren Rechner. Das dauert dann die ganze Nacht und am Morgen hat man ein Ergebnis mit Kurven und dergleichen und weiß, okay, wir haben ungefähr, sollten wir mit dem Ding diesen Flex erreichen. Da hast du dann auch schon die Profile des Holzkerns. Das Board ist ja an den Tipps dünner, in der Mitte ist es dicker. Und das ist einmal ein guter Anhaltspunkt. Das heißt, ich weiß ungefähr, naja, ungefähr so wird es auch schon, das Gewicht errechnet sich auch ungefähr so schwer sein. Und Da muss ich wenn ich kurz das habe, unterbrechen, kann ich Franz. sagen, sage Franz, apropos Gewicht, ich. weil da haben wir mal geredet, ist ja eigentlich auch spannend. Du könntest ja rein theoretisch Boards deutlich leichter bauen, aber man hat natürlich von der Industrie, von der Firma sozusagen, kriegst du Vorgaben von 100 Boards dürfen so und so viel nur brechen oder sowas. Das heißt, wenn sie schwerer sind, Ja, brechen sie weniger. die Geschichte ist diesbezüglich, was Bruch betrifft, ist eine relativ einfache Rechnung. Man versucht immer ein Board so leicht wie möglich hinzubekommen. Das ist einmal ein Ziel, weil wenn ein Board ein bisschen leichter ist, bringt es früher an. Und vor allem, es fühlt sich leichter an, wenn du weniger am Fuß kommst, wenn es dreht, schnell Widerstand dran. Ist etwas Leichteres wünschenswert, einfach besser anfühlt. Es gibt Bereiche, Freestyle, Competition Freestyle, vom Sohnemann, die wollten eigentlich immer nicht zu leichte Boards haben und wenn möglich nicht mit Kohlefaser, weil sie wollten einen satten Pop haben, wo die haben die Möglichkeit auch vom Vorkönnen, diese Kurve, dieses Hackerl, diesen Pop länger auszufahren, egal was kommt, ob der Job kommt oder was, die fahren da einfach durch, weil sie natürlich auch solche Oberschenkel haben und die Kraft haben, das durchzuziehen. Und da ist es besser, wenn der Response, das heißt die Rückstellung des Tipps, ein bisschen langsamer ist. Das ist aber ein sehr kleiner Bereich, das sind vielleicht 50 Leute auf der Welt, die das also wollen und die immer gesagt, ich will kein zu leichtes Board haben. Haben wir dann halt ein bisschen mehr draufgegeben, dass es ein bisschen härter war und mehr Fiberglas oder meistens mehr Fiberglas, damit das Board ein bisschen schwerer war. Weil zu dieser Zeit, du warst ja auch noch da, warst, kennst du es ja, Michi, da war also das mehr oder weniger das meiste Freestyle war unhooked, aushängen, Moog bis Moog 7, Slim 7 und alles Mögliche natürlich. Und wenn du da ins Dangeln kommst, das heißt aus der Achse rauskommst, dann schaut es erstens einmal nicht gut aus und es wird natürlich weniger gut bewertet. Und das Board war für diese Leute, die fahren ja mit Boots, war das Board mehr oder weniger so wie ein Anker. Der hat das Board mehr anrotiert und dann war es mehr oder weniger die Ebene, die Rotationsebene, wo das eine Rotation gemacht hat. Das war jetzt eine relativ einfache Sache, weil du weißt, für diesen Freestyle-Bereich, wo es zur Sache geht, brauchst du halt schwerere Boards, die dementsprechend stabil in der Luft liegen. Und die Leute, die damit fahren, sind gute Kiter. Angenehme Entwicklungsvorgaben. Für Leute, die jetzt, wie es jetzt zum Beispiel die Situation ist, 80%, 90% oder viele, viele Kunden wollen eigentlich leichte Boards und ist super, passt alles. Das Problem, was wir momentan haben, wie du es angesprochen hast, jede Brent versucht, dass halt die Reklamationspunkte so nieder wie möglich ist. Am besten null. Null geht nicht, es gibt immer Toleranzen, aber prinzipiell mehr als 2% Bruch sollte man nicht haben. Das ist an und für sich jetzt auch kein Problem, wenn du ein Freeride-Board auslegst, wie zum Beispiel ein Elevate Process, das ist ein klassisches Freeride-Board.
Du weißt, die Zielgruppe sind eher Freerider und werden nicht unbedingt die absoluten Wahnsinnigen sein, die dann vielleicht auf 20 Metern Kiteloop anreißen. Weil das ist momentan die Entwicklung, die ein bisschen natürlich schwierig abzuschätzen ist und die auch ein bisschen ein Problem ist für Brands. Weil wir müssen eigentlich Boards ein bisschen schwerer bauen, als sie eigentlich für 80, 90% der Kunden notwendig wären, weil es eben 10% gibt, die halt das probieren. Und das sind jetzt nicht die Pros, die jetzt, was weiß ich, beim King of the Air in Südafrika das probieren, weil die wissen ganz genau, dass ihre Füße und ihre Hände das Kapital sind. Der weiß, wenn er vor 20 Meter runterkommt, okay, das geht sich nicht mehr aus, ich schmeiß mein Board weg. Es gibt Ausnahmen, wie der Yannick zum Beispiel, der hat seinen Tarifa zerschossen, alles kaputt auf den Füßen. Ja, das passiert natürlich auch. Da hat er sich verschätzt, war doppelter Kiteloop und verschätzt und clasht und das ist das Board kaputt gewesen. Also diese guten Leute wissen, wenn es nicht mehr geht. Es gibt aber genug, die jetzt gar nicht die Höhe erreichen, aber es genügt, wenn du auf 6, 7 Meter, das ist eine kritische Höhe, den Kite-Loop anreißt und dann nicht mehr zum Debauern kommst. Das heißt, der Kite schießt nicht mehr hoch und dann scheppert's. Und dann kommst du aber auch nicht mehr vom Board und das sollte das Board halt auch noch aushalten. Deswegen muss man es ein bisschen höher dimensionieren. Wenn du es schaffst, über diese psychologischen 6, 7 Meter rauszukommen, also auch 10 Meter kannst du loopen, da passiert gar nichts. Weil schlimmstenfalls lässt die Bar aus, der Kite debauert und irgendwie kommst du runter. Oben blieb es noch keiner. Aber da muss man halt das dann immer abschätzen, muss man auch mit Brands reden und sagen, was willst du? Also wir können jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau machen, wir müssen einen Kompromiss zwischen Gewicht und Festigkeit eingehen, weil sonst haben wir mehr Probleme, als uns das lieb ist. Und das geht es ganz einfach. Aber da kommen natürlich auch dann da kommen natürlich auch Prototypentests dazu. Das Ganze, was ich gerade erzählt habe, die Finite-Element-Tests oder auch die Strömungssimulationen, die macht er am Computer, wo also mehr oder weniger ein virtuelles Becken gemacht wird und da hängst halt dann das Board hinein. Die bringen zwar viel, aber nicht alles. Das heißt, sie können einen Test oder eine Abstimmung am Wasser nicht ersetzen. Das Entscheidende für ein Kiteboard ist jetzt nicht, wie viel Konkaven, wie viel Channels, wie viel was sieht, dass man das hat. Es funktionieren auch welche ganz ohne dem auch super, super fein, sondern es geht darum, wie wird das Board abgestimmt. Das heißt, wie wird der Flex abgestimmt? Und Flex in Verbindung mit Rocker und in Verbindung mit Outline, das muss zusammenpassen. Und glaubt mal, 2 Millimeter Unterschied am Tipp bei der Outline, das ist ein irrsinnig viel. Und vom Flex, also vom Rocker und vom Flex selber, das macht auch viel aus, weil Flex und Rocker hängen insofern zusammen, dass du, wenn du fährst, hast du einen gewissen Rocker, ist gut und schön. Das Problem beginnt in dem Moment, wo du auf die Schlaufen oder in die Boots hineinlatscht, wird der Rocker geringer. Das heißt, er minimiert sich. Das ist ja auch die Geschichte. Wir haben also da bei manchen Brands, ich habe da so ein Tool entwickelt, den Revo. Das ist also, das hast du selber an Bord, ich habe es bei dir gesehen. Das ist ein Tool, wo du quasi den Rocker etwas verringern kannst. Das ist nichts anderes, als was du auch mit den Boots oder mit den Füßen machen kannst, in den Schlaufen. Wenn du entsprechend gut kiten kannst, kannst du die Rockerkurve flach machen. Das heißt, wenn du jetzt extreme Höhe laufen möchtest, dann latscht voll hinein, schaust, dass du noch im Gleiten bleibst und minimierst dadurch die Aufbiegung des Boards und kommst also etwas höher rauf oder früher ins Gleiten. Weil prinzipiell ist es so, wenn ein Board flacher ist, hat es bessere Angleit- und Anwindeigenschaften. Das ist einmal klar. Man muss auch hier einen Kompromiss eingehen. Und das war die Idee hinter dem Revo, dass man sagt, okay, wir haben von Haus aus eine bisschen höhere Bodenkurve und können die dadurch minimieren, indem man ganz einfach das Ding während der Fahrt aktiviert, haben weniger Rocker, sind früher im Kiten, also im Gleiten und können besser Höhe laufen. Was auch funktioniert bei den, es funktioniert. Also es ist wirklich so, es ist aber jetzt nicht so, dass das immer funktioniert. Das funktioniert meistens an der unteren Gleitgrenze, wenn ich jetzt irgendwo fahre, ich habe es in Südafrika auch sehr gerne, du springst, oder fährst Welle runter, Welle runter, dann bist du halt irgendwo in Nirvana und musst zurückhalten. Und das ist dann recht angenehm, weil ich weiß, ich bin damit vielleicht 5 Minuten schneller wieder oben und kann das Spielchen von vorne beginnen. Und diese Geschichten abzustimmen, das ist dann eigentlich, das dauert 3, 4 Monate, manchmal 5 Monate. Und das musst du an verschiedenen Plätzen machen. Das machst du also am Neusler See. Ich bin jetzt am Montag oder Dienstag wieder unten, obwohl es schweinekalt ist. Und dann wird es wahrscheinlich jetzt Ende des Monats oder Anfang Dezember noch Tarifa werden. Und am 17. Jänner geht es wieder nach Südafrika für 2 Monate. Und dort sind dann die finalen Tests unten. Spannend. Und Das heißt, du du brauchst hast gar halt. keine Teamrider, Franz, das Feedback von Teamridern, sondern sagst, ich spüre das selber, weil da kommt es direkt an, das Feedback kann ich es besser verwerten. Ich frage die Brands immer, wie schaut es denn aus? Ist da wer unten, Teamrider oder dergleichen?
Oh, nein, die sind zwar unten, aber das musst du machen. Du hast die Verantwortung und mach das. Und ich glaube, ich habe da mittlerweile auch ein Gespür dafür, um die Zielgruppe halbwegs zu treffen. 100% erreichst eh nie. Also, es ist genauso, wie wenn du jetzt ein Design machst, blau oder rot. Der eine mag blau, der andere mag es nicht. Das ist 100% wirst du nie schaffen, aber wenn du einen guten Durchschnitt erreichst, dass du sagst, okay, ich kann eine große Gruppe ansprechen, dann passt das schon, weil jede Brand, egal welche du hernimmst, hat verschiedene Boards im Portfolio. Freeride, Freeride Plus, Freeride sportlich, Freestyle, Big Air, was weiß ich. Und da musst du ja auch in diesen, bei der Brand, in diesen Gruppen, musst du ja ganz genau überlegen, es soll ja nicht so sein, dass du jetzt vier oder fünf gleiche Boards hast. Die sollen sich ja unterscheiden. Das heißt, du versuchst natürlich hier eine gewisse Differenzierung rauszubringen. Meistens ist dann aber so, dass die Boards, die sehr einfach zu fahren sind, auch überall gut ankommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Master hernimmt von Elevate, dann ist es so, dass es eher auf der weichen Seite ist. Elevate ist immer ein bisschen auf der softeren Seite. Das haben sehr viele, das ist angenehm für die Knie und so weiter. Aber es hat auch entsprechende Performance. Also es ist ja nicht so, dass sowas nicht funktioniert im Performance-Bereich. Und trotzdem muss man halt dann eine Differenzierung irgendwie versuchen. Das geht natürlich auch über den Preis. Das ist also eine Vorgabe, die der Zielpreis wird immer vorgegeben von der Brand. Und da versucht man halt irgendwo eine Lösung zu finden und das wird dann getestet. Aber natürlich zum Schluss, wenn es dann zur Abnahme kommt, da sind dort Teamreiter dabei oder meistens, aber es ist der Chef selber dabei und das machen wir uns dann bei einer schönen Kite-Session aus und dann auch wahrscheinlich dann noch in Südafrika bei zwei, drei guten Gläsern vom guten Wein dort. So schaut es Hast du halt schon mal im ein Board Endeffekt in aus. Produktion oder einen Auftrag gegeben, wo die Brand gesagt hat, nein, das ist nicht unseres, das wollen wir so nicht? Na, war bis jetzt eigentlich nie der Fall. Es hat es noch nie gegeben. Das hat eigentlich immer, die waren eigentlich immer ziemlich happy, weil um was geht es da? Wenn du jetzt ein Board machst, musst du ja auch viele, viele andere Umstände im Hinterkopf haben und berücksichtigen. Und das ist also, es geht nur mit Erfahrung. Ich war, bevor ich das jetzt für selbstständig für Brands das mache, war ich bei Atomic beschäftigt, schon angestellt, für 4 oder 5 Jahre. Da haben wir dann damals dort mit Best begonnen auch und Snowboards sowieso und dann aber auch Kiteboards. Best war dort, Wayman war dort, Flexifoil war dort, Balance. Ich weiß nicht, ob du noch Balance kennst, das war, glaube ich, schon vor deiner Zeit. Also, das haben wir dort produziert und sehr wichtig angefangen dort bei Atomic, muss ich auch sagen, mit einer sehr kleinen Brand mit GN. War mein erstes Board, GN Chitchat. Sie heute noch manchmal welche, freue mich, wenn ich sehe, geiles Board damals für die Zeit damals mit Honeycomb-Kern und allem vollen Carbon-Programm. War es einer Zeit um 10 Jahre voraus, leider die Firma gibt es. Ja, gibt es vielleicht sogar noch. Glaube ich, gibt es, GN gibt es noch. Aber Ja. jedenfalls, das war das erste Board, was ich also industriell fertigen durfte. Das Chitchat von GN. Das ist immer noch ein geiles Board. Ich habe sogar eines zu Hause in der Garage liegen. Ich habe gesagt, das gebe ich nicht her, weil das ist das erste Board. Und ja, das haben wir dann dort gemacht. Und da siehst du halt, da war ich Product Manager. Das heißt, ich war für die Produktion. Das heißt, ich kenne diese Seite auch. Ich kenne die Probleme, was Produktionen haben. Ich weiß, was die für Sorgen haben und wie schwierig das manchmal ist. Alleine auch die Umstände, Prototyping und dergleichen. Und du kommst als frisch gefangen dorthin und sozusagen arrivierte Skibauer bei Atomic, die das seit Jahrzehnten machen und die sagen: Was willst du mit deinem Kiteboard da? Was ist denn das überhaupt? Ne? Du musst dem erklären, das ist halt ein Kiteboard, ein GN Chitchat, mit dem fährt man halt am Wasser. Und der sagt, naja, schleich dich, komm morgen wieder, ich muss jetzt meine Ski bauen. So schaut das halt aus. Und diese Seite muss man auch kennen, auch von Qualitätskontrolle. Und das ist dann auch weitergegangen, ein paar Jahre bei Elam, auch eine bekannte Skifirma in Kärnten. Das ist erst einmal ein gewisser kultureller Unterschied zwischen Altenmarkt in Salzburg und Kärnten. Aber auch dort wieder die gleichen Anforderungen. Ich wurde da verantwortlich für die halbe Produktion und gibt es auch diese Herausforderungen, dass erstens mal nichts schief geht. Aber mittlerweile noch dann das vielleicht 10 Jahren in Produktionen habe ich kenne jeden Blödsinn, der passieren kann. Und es kann wirklich viel passieren. Und jeden Fehler, der passiert ist, den kenne ich, weil den habe ich auch schon gemacht. Also das heißt, das ist der Vorteil, du gehst jetzt zu einer Produktionsfirma, egal ob das jetzt in China ist oder in Polen ist oder in Dubai ist, und sagst, ja, wir brauchen das und das und das. Und du musst dir dann dir überlegen, schon vorher bei deinem Designen, wo du das produzieren, weil jede Produktion hat eigene Eigenheiten. Es hat Vorteile, hat aber auch irgendwelche Nachteile. Manchen kannst du zum Beispiel nicht lackieren.
In manchen geht das, dafür können die wieder keine andere Sache machen. Manche können mit Pre-Break arbeiten, andere wieder nicht. Und das muss, von dem musst du halt abwägen, wie schaut dann die Konstruktion aus, weil unabhängig vom Shape, eine wichtige Sache ist natürlich auch, was picke da drauf, was ist die Konstruktion. Es gibt hier doch gewisse Vorgaben, manche Boards, also eine Brenn sagt, ich möchte ein Carbon-Board, und dann wird es einmal mit großer Wahrscheinlichkeit schwarz werden, das Material, das ist nämlich dann Carbon. Und hat wie gesagt Vorteile und Nachteile, aber für eine Carbon-Konstruktion muss ich mal schauen, wo kann ich da am besten das produzieren lassen. Haben Sie ja Möglichkeit, um das mit Pre-Break zu machen, oder machen Sie im Handauflegeverfahren, machen Sie in Snowboard-Technologie, gibt es Vakuum-Infusion vielleicht, und dementsprechend wird das Ganze halt dann angepasst. Die Konstruktion selber, die mindestens genauso wichtig ist. Weil, wie es du angesprochen hast, prinzipiell ist es ja so, dass ein Brett, wenn es schwerer wird, auch stabiler ist, aber es gibt viele, also eine und viele Tricks, wo man trotzdem Gewicht sparen kann und trotzdem die Festigkeit erhalten bleibt. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Carbon, hat eine höhere Zugfestigkeit, brauche ich nicht so viel Material, kann das Board ein bisschen leichter machen. Nur muss es natürlich auch dementsprechend verarbeitet werden, weil wenn das eine Factory nicht kann, das Laminat ist dünner, und das Entscheidende ist, dass das Laminat mit dem Holzkern eine gute Verbindung hat, weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann es passieren, dass eine gewisse, das poppt dann so auf, und in dem Moment, wo du diese leichten Delaminationen hast, wird es ein Problem, irgendwann einmal halt. Das ist wie bei einem Carbon-Mast. Also ein bisschen windgesurft seit früher. Nein, nicht windgesurft. Da waren alle Windsurfer, die wissen das. Wir haben also früher normale Epoxy-Fiberglas-Masten gehabt. Dann sind die Carbon-Masten gekommen. Das sind super, super leicht. Response oder Reflex. Eine Freude. Nur wenn du das Ding einmal umfällt und an einem Stein drauf kickt oder an die Mauer oder irgendwo, hast du ganz leichte Mikrorisse. Das macht nichts ein paar Mal. Das macht dann nichts vielleicht ein halbes Jahr. Aber irgendwann kommt die Bö, und das war's dann für den Masten, weil er genau dort, wo diese Säulungsstelle ist, brechen wird. Und das Gleiche hast du halt bei Twin Tips auch, bei Boards. Du musst immer aufpassen, wo mache ich das, wo kann ich Verstärkungen reinmachen, wo mache ich es nicht. In der Mitte ist es unproblematisch. An den Rails oder an den Tips muss man immer aufpassen, weil da könnte auch unter Umständen der Kontakt mit Stein sein. Deswegen gibt es auch diese Oberflächen, das sind die Oberflächen, die jedes Board hat, ist sicher ein Teich, da steht auch ein Board, das hat auch Oberflächen, das sind transparente Oberflächen, auf die quasi das Design drauf gedruckt wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Siebdruck, Direkt-Digitaldruck. Ich bin persönlich ein Fan von Siebdruck, weil es besser hält, besser ausschaut und sattere Farben produziert. Dafür kann man nicht so feine Details machen. Und diese Oberflächen haben also erst einmal die Sinnhaftigkeit, dass sie den Druck halten, und zweitens sind sie zwischen 0,3 und 0,5 mm dick und bieten auch einen gewissen Schutz fürs Laminat. Das heißt, da gibt es aber verschiedene Materialien, aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Polyamid-Oberfläche hat, was viele Boards unten haben, dann kann man damit auch über Steine oder über Sand oder dergleichen drüber fahren oder schleifen, und es wird nichts kaputt werden. Früher, wie wir angefangen haben, hast du ja auch noch gekannt, haben wir also Boards nur mit Laminat gehabt, das war total zerkratzt und schief und irgendwann haben wir von der Sonne ausgebleicht, und natürlich ist es auch dann diese Kratzer, vor allem wenn du ein Carbon-Board hast, nicht förderlich für die Haltbarkeit. Und das sind also alles Punkte, die du natürlich dir vorher überlegen musst, und dann kommt es halt hoffentlich zu einem Produkt, was passt. Also, Brat, jetzt schwierig. Mal gut atmen. Es ist wahnsinnig super spannend und interessant. Ich habe jetzt gleich kurz aufgehört, immer zum Atmen dazwischen, weil ich so denke. Das war der Moment, wo ich dich mit dem Fuß so angestoßen habe. Ja, da unten, ja, man sieht zum Glück eure Füße nicht. Ja, das ist halt. Man merkt, dass irre viel Know-how und Ahnung von dem Ganzen, gell? Vor allem Produktion an sich. Also ich glaube, 90% der Fragen, die wir aufgeschrieben haben, hast du schon eigenständig, ohne dass wir sie gestellt haben, beantwortet. Das ist schon mal ganz cool. Danke dafür. Freut mich. Was ist das? Aus dem Nähkästchen, die aus der Schublade kommen jetzt, glaube ich. Ne? Aus dem Nähkästchen, naja. Was eigentlich immer spannend ist, es gibt ja so, oft hat man vier Boards oder so Kategorie, ganz günstig bis zum High-End-Board. Und wenn ich mir jetzt überlege, das günstigste bis zum High-End-Board ist oft doppelt so teuer. Und spiegelt sich dieser Preis in der Produktion wieder? Oder wie viel spiegelt der sich weiter zwischen einem günstigen Einsteigerboard und dem High-End-Board? Wie viel ist in der Produktion Unterschied? Der Unterschied ist hier schon also erklecklich. Ich würde mal sagen, der ist ungefähr
der doppelte Preis. Warum zum Beispiel Carbon, wenn man jetzt den Weltmarktpreis hernimmt, kostet der Quadratmeter ca. 18 Euro, je nach Material. Wenn du also aufwendigeres Carbon hast, mit entsprechendem Winkel, vielleicht 60-Grad-Winkel oder dieses Orlicon oder so, das Textream, dann ist es natürlich noch ein bisschen teurer. Das ist vom Material, von der Materialseite her. Der Holzkern ist immer das Gleiche, das Ballon, ja, das ist immer das Gleiche drin. Aber natürlich, was dann drauf laminiert wird, ob jetzt das Carbon ist oder Fiberglas ist, ist ein sehr großer Unterschied. Quadratmeter Fiberglas ungefähr 2 Euro, Quadratmeter Carbon durchschnittlich 18 Euro. Kann man sich ungefähr vorstellen. Und natürlich ist es ja so, man darf das also nicht unterschätzen. Das ist also, wenn man sie dann, was weiß ich, ich kenne die Ex-Factory-Preise natürlich, weil ich teilweise auch die Preisverhandlungen mitgestalte, weiß natürlich, was so ein Board Ex-Factory kostet. Im Vergleich zu dem Preis, der dann im Laden ist, denkst du, naja, die Spanne ist groß, das ist es aber nicht, weil du hast ja verschiedene Levels drunter, du hast einmal Ex-Factory-Preise, dann hast du die Brand, muss auch ein bisschen was verdienen, muss ja die Leute dazu haben, du hast dann einen Importeur oder einen Rep, möchte auch ein bisschen was haben, du hast dann einen Händler, der muss auch ein bisschen was verdienen und letztendlich läppert sich das dann zusammen, bis du da zu diesem Boardpreis kommst. Es ist das Gleiche, wenn du da anschaust, T-Shirts, du kannst ja die T-Shirts heutzutage in Hongkong auf der Naht und Rot kaufen um 1 Euro oder 2 Euro oder ein T-Shirt oder eine Kappe zum Beispiel, wo Nike draufsteht, kostet $1 in etwa. Mhm. Im Geschäft kostet es 19,90 oder bei Nike wird es 29,90 kosten. So ist das halt leider, weil da gewisse Spannen dazwischen sind, Transportwege und. Prinzipiell ist es halt so, dass zwischen einem günstigen Board und einem teuren Board von dem Material ein gewisser Unterschied ist. Und dann kommt natürlich auch dazu, manche Brands haben höhere Marketingkosten, weil sie mehr Werbung machen. Manche versuchen das mehr über am Strand oder über Stakeholders oder über Teamriders zu kreieren, das Image. Und dann gibt es auch welche, die es also direkt verkaufen, glaube ich, gibt es auch ein paar. Naja, es gibt viele Möglichkeiten, ist wie im Fahrradbereich. Im Fahrradbereich hast du, was es ist, Scott und Specialized und ein paar andere Marken, Premium-Markets-Marken, Santa Cruz, die also den normalen Weg gehen. Und dann gibt es halt mittlerweile Canyon YT, Direktanbieter, die das auch, also ich mehr oder weniger günstiger anbieten können, weil es ganz einfach eine Spanne weglassen. Wie du die Entwicklung im Kiteboard-Bereich ist, das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Wir haben bei Windsurf haben es einige probiert. Das hat dann eigentlich nie so hundertprozentig funktioniert. Beim Kiteboarden haben es auch einige mit Direktvermarktung probiert. Hat auch nicht funktioniert eigentlich so richtig. Sind alle wieder weg. Meinst du, dass man so ein bisschen ein Gespür kriegt? Das würde mich interessieren. Wenn man jetzt sagt zum Beispiel, ich bin Brand X oder sowas, mache ein High-End-Board, ja, das viel Carbon drinnen, schöne Channels und so, und verkauft das für, sagen wir, 1.700, was auch immer. Kriege ich das produziert für 250 Euro, wenn ich Zahlen mache oder so? Nein, oder ist das, kriegst du nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Board hernimmst, ich kenne jetzt nicht viele um 1.700, aber ich kenne ein oder zwei, das ist... Crazy Fly hat sowas und Core hat sowas mit dem Imperator und die werden also beide in Vakuumtechnologie erzeugt. Das heißt, es ist ein anderer Zugang als Snowboard-Technologie, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Bei Vakuumtechnologie wird es mehr oder weniger auf einem Rockerbett in einen Sack reingelegt, wird evakuiert und drückt dann drauf, dauert ein paar Stunden, bis das fertig ist, ist ein wesentlich höherer Aufwand, ist auch ein wesentlich höheres Risiko und kostet auch dementsprechend mehr. Das ist halt so, es wird dann also um 250 kriegst du jedenfalls sowas nicht. Das ist einmal klar. Ja, also da musst du schon einmal ein schönes Sümmchen drauflegen. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Aber es ist teurer. Steht man in der Entwicklung, steht man da eigentlich schon an oder gibt es da noch Potenzial nach oben, wenn zum Beispiel ein Verkaufspreis oder Produktionspreis keine Rolle spielt, wie zum Beispiel bei Produktionen oder so? Das wäre schon, da gibt es dann, wenn Geld keine Rolle spielt, gibt es auf jeden Fall immer noch Möglichkeiten. Also es gibt Nanotechnologie, es gibt Honeycomb, es gibt neueste Materialien. Das ist alles, es gibt da schon, also gäbe es viele Möglichkeiten. Hast du dir schon mal so ein Board selbst produziert oder selbst durchgeplant? Jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht. Man hat herumprobiert, also man kann jederzeit also ein Board machen unter 2 Kilo. Das geht insofern ganz leicht. Du brauchst nur die Top-Sheets, wo die Grafik drauf ist, weglassen. Die haben ungefähr 500 Gramm.
Board hinter dir wird, haben 2,5 Kilogramm, lass die weg, bist unter 2 Kilo. Andererseits hast du dann keine schöne Grafik drauf, das Board wird zerkratzt, wie wir vorhin besprochen haben. War ja früher so, dass früher diese Boards auch deswegen ein bisschen leichter waren, weil sie eben diese Top-Sheets nicht gehabt haben. Und die Anforderungen aber ans Design sind mittlerweile sehr hoch. Das sollte schön sein, sollte sich nicht zerkratzen und ist halt einfach ein Faktor, der dabei ist. Es gibt natürlich aber die Möglichkeit, auch über Material, über andere Sachen hier noch ein bisschen herumzukratzen, aber irgendwo ist sicherlich das Limit, eben wie wir vorhin besprochen haben, das irgendwann mal brechen wird. Und das will halt keiner, weil es ist ein Unterschied, ob du jetzt ein Custom-Made-Produkt machst oder ob ich für mich selber ein Board mache oder ob du jetzt eines in der industriellen Fertigung machst, wo halt dann 2000 Stück davon produziert werden. Wenn mein eigenes bricht, okay, habe ich ein Reserveboard, nehmen wir das nächste. Wenn das aber jetzt bricht, angenommen einem Kunden in Brasilien am Arsch der Welt und der hat keins mehr, dann wird der einfach pisst sein, also angefressen. Das heißt, du musst schauen, dass es das noch Möglichkeit hält beim normalen Gebrauch. Wenn es beim Kite-Loo aus 5 Meter drauf hat, dann hat er ja schlechtes Gewissen. Dann kann man nur sagen, ja, sei froh, das Board hin ist und nicht das Knie. Also das ist halt so eine Geschichte und deswegen bin ich eigentlich immer derjenige, der hier auf der eher safen Seite sich gerne bewegt, weil ich mag also keinen Stress haben jetzt. Gibt nämlich immer Stress, egal von der Brand oder von der Produktionsseite. Also deswegen muss ich sagen, also gerade bei den Boards, wo ich dabei bin, ist eigentlich die Reklamationsquote nicht sehr hoch. Also du bist ja jetzt schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange dabei. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, Boards, wenn man so die letzten 15 Jahre eigentlich anschaut, vom Shape, das ist alles so ein bisschen, kann man sagen, von außen betrachtet, schaut es ja ähnlich aus. Da ist irgendwie gefühlt von außen betrachtet wenig Innovation drinnen. Glaubst du, dass es da jetzt irgendwann mal einen Innovationssprung gibt? Das heißt, wie schaut ein Board in 15 Jahren aus? Sind da vielleicht Werkstoffe, die beim Absprung hart sind und bei der Landung weich? Oder schaut das ein Board schön, gleich... Wenn ich es wissen würde, dann würde ich es wahrscheinlich irgendwo einbauen oder ausprobieren. Weiß ich nicht. Kann ich da jetzt nicht sagen. Man stellt sich immer darauf ein, was ist verfügbar. Wo ist das die Option? Wir sind ja so, ich mache keine Custom-Mates mehr. Ich habe das früher noch gemacht, aber ich mache keine Custom-Mates mehr. Das heißt, ich fahre auch keine mehr. Ich fahre also hauptsächlich das. Das Schönste und das Beste Board ist immer das Letzte, wo ich dabei bin. Neben mir stehen hier 7 Boards oder 8 Boards. Nächste Woche kommen wieder ein paar, die kommen dazu, müssen getestet worden und das sind immer die Schönsten. Ich komme gar nicht dazu, jetzt mich da in Spielereien zu verzetteln, weil ich bin wirklich da ausgelastet bis unter die Hutschnur und ich weiß nicht, ob man das hört. Es sind mittlerweile, glaube ich, 20 Mails und Skypes und was hat sie da reingekommen? Die drücke es immer weg. Also es tut sich immer was und es ist genug zu tun und nebenbei möchte man ja noch gelegentlich am Rad sitzen oder was anderes machen. Also es ist ja nicht nur, wobei ich sagen muss, das Kiteboarden selber, das sind schon 70% der Zeit, wo du im Kopf dort dabei bist. Gibt es eigentlich jemanden, der so viel Erfahrung und so viel Kompetenzen in dem Bereich hat wie du auf dieser Welt, wo du sagst, mit dem kann ich mich austauschen oder zu dem blicke ich auf oder soll ich Respekt? Es gibt drei, vier Leute, wo ich weiß, dass die auch sehr von der Produktionsseite sehr viel Erfahrung haben. Sie haben das ungefähr die gleiche Geschichten schon gemacht, was ich mache. Das gibt's. Die machen alles und alle in der Branche irgendwo tätig. Dave K. war bei Cabrina, macht jetzt sein eigenes Geschichtel da unten. Lalula, oder wie die Kreuz heißen. Gibt schon ein paar. Raphael Salz zum Beispiel von Ralf Warn ist von der Pike auch dabei, kennt sich überall aus, bei Windsurf Boards, bei Subs. Guter Mann, kennt sich überall aus, kann man sehr gut sich unterhalten mit ihm. Gibt einige natürlich, klar, aber viele auch nicht. Die meisten sind halt sehr jung und kommen mit einem teilweise mit einem Enthusiasmus daher und es ist eh super, so soll es auch sein. Ich arbeite viel mit Leuten in Produktionen zusammen. Wir telefonieren endlos und ich rede sehr gern, das merkt ihr ja. Also das ist auch ganz wichtig, dann mit jungen Leuten, so die Produktionsleiter oder die zuständigen Leute, Product Manager, die das dann machen, sind teilweise 30 oder noch jünger. Ne? Und da ist es natürlich gut, wenn du dann eine gute Gesprächsbasis findest. Und dann sage ich dann auch, also ich profitiere ja auch davon. Weil ich sage, du den Fehler, den kann ich jetzt sagen, das brauchst du nicht so machen. Weil das weiß ich, dass nicht funktioniert. Schon oft genug probiert, leider nie funktioniert. Und wenn sie dann halbwegs wiff sind also, und die weniger wiffen, die das nicht akzeptieren, die versucht so abzustoßen und die also dann da das akzeptieren und mit Enthusiasmus dabei sind und dementsprechend auch natürlich mitlernen, mit denen kann man irrsinnig gut zusammenarbeiten und die reißen an, dass da Freude ist. Und so soll es ja irgendwo sein. Ich habe dann eher die Panik,
in diversen Produktionen, wenn du in Polen bist. Also der Typ ist nach 2 Jahren so gut, dass er immer die Angst hat, dass er abgeworben wird von einer Automobil, also Automotivfirma. Also von einer, da drüben gibt es ja genug, die das produzieren, oder in der Tschechei. Und der ist dort dann Product Manager für Skoda. Na super, gratuliere, kannst du wieder einen neuen suchen. So ist es. Was noch, glaube ich, spannend ist, ist auch, wenn du jetzt überlegst, so Board-Design, also man spricht immer nur über das Board, über Channel, Finnen hin und her, aber ja, in Wirklichkeit ist ja die Kraftübertragung und das Ganze passiert ja über die Pads und Straps und das ist irgendwie so ein stiefmütterliches Thema. Wird das mitbedacht oder wie glaubst du, schaut das aus in 10 Jahren, dass man so, dass man sich, wie jetzt eine Snowboard-Bindung vor 20 Jahren, wo man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man mit sowas je gefahren ist? Ja, da gibt es sicherlich noch genug Entwicklungspotenzial, was fast ein bisschen höher ist wie beim Kiteboard. Beim Kiteboard sehe ich sicherlich, es gibt neue Werkstoffe, dieses Entwicklungspotenzial sicherlich in Spritzguss und dergleichen. Du kannst also mit entsprechenden Verstärkungen, könntest dein Kiteboard spitzen, da kannst du vom Preis ein bisschen runtergehen. Hat es auch schon Skier gegeben dieser Art, also Decathlon hat sowas gemacht in Frankreich. Das kann man, könnte man vorstellen, und bei den Schlaufen sicherlich, Pads und Straps werden meist stiefmütterlich behandelt, weil jeder Preis sagt, ja, wir haben eh die 1 oder 2 Modelle da und die machen wir jetzt und die tun wir ein bisschen wieder aufpeppen, neues Design drauf, aber letztendlich kommen die bei vielen Brands, teilweise sogar aus derselben Factory, das gleiche wie bei Bars. Majestix produziert für viele Brands die Bars, und bei den Schlaufen ist das gleiche, wenn ich da auf das Board schaue, hinter dir heute auch Schlaufen von einer Firma in der Tschechei. Mit denen arbeitet man natürlich zusammen. Interessant ist es auf jeden Fall und wäre es. Also ich habe leider noch keine Brand gefunden, die sich da wirklich drüber trauen würde in entsprechender Konsequenz. Das Produkt Twin Tip als gesamtheitliches Produkt zu sehen zwischen Twin Tip und Pads und Strap, was zusammengehört. Das ist wie beim Ski. Beim Skifahren, wie ich angefangen habe vor 30 Jahren, also viel früher, aber wurscht, bei den Kindern, ist es so, dass du da hast einen Ski und du hast einen Skischuh und du hast eine Bindung. Das war vor 30 Jahren, da war ein Ski gehabt, also hier ein Atomic und eine Bindung von Marker und ein Schuh von Humanic oder Dynafit war das dann. Okay, waren drei verschiedene. Mittlerweile ist es so, dass eine Brand wie Atomic oder Elan oder Fischer, die sind Gesamtanbieter. Das heißt, die haben einen Ski, die haben eine Bindung und die haben einen Schuh. Und wenn du das anschaust, schaut es aus wie auf einem Guss. Das heißt, das ist durchdesignt von vorne bis hinten und funktioniert dementsprechend auch. Du kannst jetzt auch nicht eine Atomic-Bindung nehmen und auf einen Fischer-Ski drauf oder Head-Ski drauf. Das passt einfach nicht zusammen, weil die das mehr oder weniger gesamtheitlich konzipiert haben und auch dementsprechend abgestimmt haben, weil ja Bindung steif ist und der Ski flext. Und wenn das, also das muss ja zusammen harmonieren. Das war dann vor 30 Jahren noch kein Thema, weil du hast irgendwas drauf geschaut auf Snowboard. Hauptsache es halt, weil das war das nächste Problem, dass die Bindung ausgerissen ist. Also da gibt es dann schon Entwicklungen, aber das kostet halt meistens. Und da, man muss halt dazu sagen, der Kiteboard-Markt ist, wie viel wird es sein? Gesamtvolumen vielleicht 500 Millionen, das man so hört, im Jahr. Das ist ungefähr das Umsatzvolumen einer mittelständischen Firma in Österreich. Also schon ein bisschen größer, aber jetzt nicht die Top-Firmen. Also die haben wesentlich, Red Bull hat mehr Umsatz. Also ist jetzt nicht so, dass aber der gesamte Markt mit Kites, mit Boards, mit Bindungen, mit Bars und was weiß ich was weiß. Ne? Das heißt, der ist also einfach nicht so groß, dass der so viel Innovation zulässt, der Markt so ein bisschen. Ja, du musst eigentlich, du versuchst hier ein bisschen Technologien aus anderen Bereichen zu übernehmen, vom Snowboarden, vom Ski oder irgendwo, weil es ist unmöglich, mehr oder weniger hier was Eigenes zu entwickeln. Die Skiindustrie, die immer ein Faktor 3 oder 4 größer ist als die Kiteindustrie oder vielleicht sogar noch mehr, haben es nicht geschafft, Oberflächen selber zu entwickeln, was wir gesprochen haben, Oberflächen, wo das Design drauf ist. Das sind nichts anderes als Plastiksackeln. Jedes Chipsackel hat eine Oberfläche, nämlich ungefähr das gleiche Material. Und die wurden halt ein bisschen aufgedeckt, weil PEPT, damit es also Designoberflächen sind, ein bisschen anderes Material, ein bisschen verbessert, die Transparenz und die Haltbarkeit. Aber letztendlich ist es nichts anderes als extrudierte Plastikfolien. Das ist es ganz einfach, wo eine Farbe drauf gedruckt wird. Und weil die Skiindustrie es nicht geschafft hat, hier selber was zu entwickeln, geht halt nicht, ist zu teuer. Weil solche Plastikproduzenten, die denken nicht in Quadratmeter, die denken in Tonnen. Wie kann ich jetzt 100.000 Tonnen von dem Plastikgranulat verarbeiten? Und Franz, wir haben nur noch unter einer Minute, dann ist leider schon das Meeting vorbei. Was würdest du noch dem Franz vor 10 Jahren, dem Boardshaper Franz, sagen als Tipp, als Schlusswort vielleicht?
Das ist aber jetzt eine schwierige Frage. Jetzt erwischt ihr mir am Standbein. Du hast doch 10 Sekunden. Eines muss ich dazu sagen. Letztendlich, das Leben, was ich lebe, das ist eigentlich der Traum von mir. Wenn es mir verzählt, wenn es fragt, was würdest du machen, verzählt, ich würde nichts anderes machen, weil ich fahre durch die Weltgeschichte, mache das, was ich gern mache, und der andere hat es besser geht's nicht. Oh, schön. Also der Weltklasse. Perfekt, der war richtig gut.